So, jetzt haben wir die Felle aufgezogen. Ein bisschen gestretched, ein bisschen gedehnt. Und jetzt werde ich mal mein Glück versuchen, diese Base nochmal zu stimmen. Dann fange ich mal mit dem Resonanzfell an. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig klasse aus. Und ich mache mal irgendwie einen Ton schon. Ist jetzt alles noch komplett nur mit der Hand angezogen. Genau. Jetzt werde ich mal ein bisschen Spannung drauf geben und mal hier in die Mitte reindrücken. So, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen an den Fellen lang und stretche das. Ja. Okay, jetzt gucke ich mal. Jetzt wollen wir noch die Schlagfeldseite ein wenig machen. Da habe ich ja vorhin auch ein bisschen gestretched. Genau, und hier werde ich jetzt auch mal. Schon erstmal einen schönen Ton. Jetzt bin ich soweit. Ich habe in die Bassdrum noch ins Frontfell noch ein Loch reingeschnitten, ein Luftausgleichsloch, und habe dann erstmal eine kleine Decke reingemacht, habe die Bassdrum noch gestimmt und habe hier noch einen Dot dran geklebt. Und ich finde, das klingt so sehr, sehr gut. Ich habe jetzt mal auf die Snare ein kleines Snare-Weight draufgelegt und hier auf das Floor-Tom, was auch gleichzeitig die Snare ist, auch. Und genau, dann spiele ich mal ein bisschen was an, damit man einen Eindruck kriegt, wie das Set klingt. Ohne Snare-Gewicht. Sehr geil. Dann das Floor Tom, was mich total begeistert. Ja. Auch mit einem Dämpfungsleder drauf. Und jetzt ohne. Klingt schon ordentlich. Können wir mal die Snare-Saiten dran. Wow, klingt auch richtig cool. Ja, abgedämpft, sehr kurz, kann man schön als Disco-Snare nehmen. Bassdrum, dann das 10er Tom. Jetzt spiele ich das mal.
mal ein bisschen, damit man einen Eindruck hat, wie das überhaupt so im Kontext zusammen alles klingt. Ja, yeah, viel Spaß dabei. Ich bin total begeistert. Wow! Ich spiele jetzt noch ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zusehen. Ne? Und ja, ich muss das einfach jetzt noch ein bisschen mehr kitzeln. Das Set hier.